Stormy Essend. Nee, Stormy Essend habe ich noch gar nicht berührt. Das wollte ich als allerletztes machen. Weil wenn ich das dann einmal auf normal durchspiele quasi, also alle Kisten hole, dann habe ich das Level schon mal wenigstens ein bisschen im Kopf und muss nicht quasi von null direkt wieder anfangen. Ich dachte 1,47. Ach, verdammte Axt, ey. Scheiße. Oh, Mann. Habe ich mich da eben verlesen? Ja, ich weiß. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde für gebraucht oder so, für das Level. Oder anderthalb oder so. Aber an sich, ich habe ja so... Ach komm, ey. So ein bisschen was habe ich ja noch im Kopf. Also so ganz bisschen. Also manche Sachen, wie die funktionieren und so, habe ich ja noch im Kopf. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht ganz so lange dauert. Ja, nehmen wir halt die Maske nicht mit. Ist auch okay. So, die Maske haben wir wenigstens wieder, die brauchen wir auch. Da würde ich immer hier irgendwo verballern. Diesmal aber nicht bei dem. Bei dem auch nicht. Aber das wird jetzt trotzdem noch irgendwie so weit kommen. Da war es nämlich so weit. Okay, 25, das kann man sich hier ganz gut merken. Eigentlich wäre ich am Rohr gestorben. Also das mit dem Drehen ist das hier nicht so ganz so... Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich auch erst drehen und dann springen. Ah, ja, halt keine Maske. Mal wieder. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ich kann jetzt leider gerade nicht drauf gucken. Guck mal, eigentlich hätte ich das Relikt jetzt schon, ne? Die Uhr sagt Tick-Tack. Schön. Siebenundfünfzig. Ich halte mich da jetzt dran. Da ist die Maske.
Kann man hier auch einfach runterfallen oder ist man dann tot? Das war gut. Hätte ich es eben doch noch geschafft. Ach, der Christoph. Moin. 16:25. Ach, das ist schön. Ah, gut, hätten wir das Level auch hinter uns. Was kommt denn als nächstes? Cortex Power oder irgendwie sowas? Ja. Ist auch wieder so ein tolles Level. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nämlich nicht mehr so ganz den Weg hier durch. Oh. Ja, wir werden das schon hinkriegen irgendwie. So, Maske ist schon mal gut. Ich glaube, wir müssen rechts. Und dann irgendwann, wenn es sich nochmal teilt, dann müssen wir, glaube ich, links. Ah, ja. Eine Sekunde lassen wir mal liegen, ne? So, Maske behalten, das ist schön. Jetzt nach links. Und da wäre nämlich Endstation gewesen. Okay, jetzt warten wir. War's das schon? Das war's schon. Das wär's schon gewesen. Bin ich? Hast du grün um die Augen, Julia? Du bist manchmal durchsichtig. Ja, es kann sein, weil das dunkel ist hier. Das ist dann irgendwie ein bisschen mit grün verwechselt. Wäre es aber zu langsam gewesen. Ja gut, das ist schon mal gut, dass du das gesagt hast. Ich weiß nicht, wie viel ich eben gehabt hätte. Aber gerade läuft es ganz gut hier so mit dem. Mit dem Timing. Scheiße. Locker! Platin, Alter! Mach mir das mal nach! Wann ist in Bayern Brotzeit? Gut. Generator Room. Ach, das ist auch so eine Sache. Irgendwie sind alle Level, die jetzt hier so sind, so eine Sache. Gerade noch so Platin. Aber Platin ist Platin, ne? Oh.
Jedes Mal das gleiche. Ich sterbe irgendwie 3 Sekunden nach dem Anfang. So, jetzt aber. Ich muss da eigentlich nicht rüber, ne? Ich glaube, die aktiviere ich gar nicht, die Kiste. Ich finde, die Musik hier hört sich sehr weltraummäßig an. Also nicht so, wie sie im Generator Room eigentlich klingen sollte. Ist doch voll blöd, dass man hier nicht einfach runterspringen kann. Nein! Oh, verdammt. Wir kriegen das hin. Einfach mal in den Abgrund gelaufen. Shell City Dead Ahead. Keine Ahnung, kenne ich nicht. You shall not pass. Ich habe jetzt übrigens auch endlich mal Pets geguckt, den Film. Ich wollte den eigentlich damals im Kino gucken. Aber ich habe das irgendwie total verpeilt. Ich fand den eigentlich ganz lustig. Vor allem, als mir dann aufgefallen ist, dass Mario Bart da auch den Mobs oder was auch immer das war, gesprochen hat. Also das, was so aussah wie ein Mobs. Nö. Die Arbeit mache ich mir nicht. Jetzt natürlich blöd, wenn mir die eine Sekunde am Ende fehlt, ne? Das ist jetzt der letzte Part des Levels. Eins, zehn. Hört sich gut an. Was? Warum? Oh, nö. Ach, Mann. Ja, LeFloid. Hätte ich aber nicht erkannt, weil die Stimme so gepitcht war. 1,8. 2 Sekunden. Das war meine alte Zeit mit 1,7. War auch nicht so gut. Ach, weiter oben im Chat habe ich nicht gesehen. Aber wir haben es ja jetzt so hier gesehen. Ah, die eine Sekunde. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob auf dieser riesigen Plattform, ob da Sachen liegen. Weiß ich nicht, so ein paar Dreierkisten, weil dann wird sich das ja schon rentieren, die kaputt zu machen, ne? Beziehungsweise die Kisten da zu aktivieren. Wenn ich so weit komme, jetzt, fällt ich jetzt einfach mal. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob da drüben was ist. Oh.
Wenigstens habe ich die Zeit mitgenommen. Sonst hätte ich noch ein Leben verloren. Das wollen wir ja nicht. Wir haben ja so wenige davon. Mann, diese dumme Dreckskacke da, ey.